Peace, was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Marco Boom, und heute zu einem wirklichen kurzen, spontanen Video einfach mal. Ich hatte die ganze Woche nicht wirklich allzu viel Zeit und dachte mir, ich mache jetzt einfach mal ein spontanes Reef-Update. Also wenn du Bock drauf hast, bleib einfach dran, dann sehen wir uns gleich. Meine Freunde, jetzt sitze ich hier, ich habe jetzt mal das große Licht von oben angemacht. Ihr seht schon, hinten hat sich von den Lichtverhältnissen ein bisschen was geändert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das so gut erkennen kann. Aber es sind jetzt, ich war gestern bei Meerwasser Wandlitz und jetzt sind dort zwei weitere Blue Plus Röhren drin von RTI. Und ja, die laufen auf 100%, um genau zu sein, 100 Stunden lang jetzt auf 100%. Und erst dann soll man die laut RTI dimmen, die Röhren, weil sie sonst irgendwie kaputt gehen können oder weiß ich nicht. Ich werde gleich mal rüber switchen. Doch vorweg, erstmal haben ja einige jetzt auch mitgekriegt mit dem Auto und so weiter. Und ich wurde ganz oft jetzt gefragt, warum ich im Moment wieder so eine Pausen dazwischen habe. Mit den Videos, mit den Instagram-Posts. Und das hängt einfach damit zusammen, dass ich mittlerweile Arbeit habe. Ihr wisst, war ich ja krankgeschrieben. Und nachdem die Krankschreibung jetzt ausgelaufen ist und meine Ärztin gesagt hat, hey, du darfst wieder arbeiten gehen, habe ich mir einen Job gesucht und bin jetzt wieder arbeiten. Und dann kam jetzt einiges dazwischen. Also unser Auto ist kaputt gegangen, unser geliebter Golf. Jetzt haben wir uns was Neues gekauft, haben uns halt den Audi, den ihr kennt, geholt. Und deswegen, also im Moment ist halt sehr, sehr wenig Zeit. Und jetzt hatte ich gestern gesagt, an dem einzigen Tag, wo meine Frau auch frei hatte, okay, komm, dann fahren wir mal eben nach Wandlitz, holen wir Salz und Röhren. Und das haben wir gemacht. Ich bin jetzt wohlbemerkt wieder auf das Tropic Marine Classic umgestiegen, da RTI das Salz irgendwie nicht mehr produziert, das Basic Ocean, was ich sonst benutzt habe, oder Basic Ocean Plus, glaube ich, hieß das. Ich habe es auch nicht sauber gemacht, es ist alles noch genauso. Ich bin gerade erst reingekommen und dachte mir, jetzt startest du mal, bevor ich mich jetzt hinlege und Mittagsschläfchen mache. Wir switchen um, ich zeige euch einfach mal alles und zeige euch, wie gut es steht. Vor allen Dingen mit der neuen Lampe, die ist der Hammer. Kann ich nur jedem empfehlen, RTI Sunburst oder Sun Power oder wie der heißt, mit dem Dim-Controller. Mega gut. So, meine Freunde, ich habe jetzt mal ein bisschen runtergedimmt, dass ihr das alles ein bisschen besser sehen könnt. Sonst wäre es einfach zu hell. Also standardmäßig. Huch, jetzt dimme ich gerade runter. Standardmäßig ist es so. So seht ihr sonst das Becken und da ihr sonst nichts erkennt, ist blöd. Also wie ihr seht, es steht alles sehr, sehr gut. Ich kann mich eigentlich echt nicht beklagen. Mein Team geht's gut. Klar ist mir jetzt mittlerweile zwischendurch auch mal wieder was eingegangen. Aber im Allgemeinen doch schon sehr, sehr nice. So, musst du nochmal kurz hier. Also ihr seht, es ist wirklich alles, es steht gut. Wir können uns nicht beklagen, mein Freund. Hier unten ist mir eine Bartkoralle leider eingegangen. Ja, die hier, die Alveopora auch mega gut. Hier unten meine Blastomusa, was ja auch nochmal drei oder vier Dinger waren. Mein Becken ist halt, es steht ganz gut, also ich kann mich nicht beklagen. Gut, mittlerweile muss ich auch sagen, benutze ich fast nichts mehr. Auch ich habe mein Nitrat wieder im Griff gekriegt. Und dass die Farben so weit rauskommen, das liegt an den Naughty Elements. Darüber werde ich jetzt, das nächste Video wird jetzt davon handeln, entweder davon oder von dem Auto, muss ich mal gucken. Das sind einfach die Naughty Elements, ob es mir glaubt oder nicht. Vorher waren meine Farben nicht so gut, dann habe ich angefangen, die Naughty Elements zu machen. Ein großer Teil hat natürlich noch die neue Lampe dazu beigetragen, das ist ganz klar. Aber also im Allgemeinen, ich bin sehr, sehr zufrieden. Was hat sich hier unten getan? Ich mache euch mal eben Licht an hier unten in der Höhle. Bupp. Es ist alles raus. Also sämtliche Filtermedien sind raus. Ich glaube, es ist ein bisschen duster gerade. So, sämtliche Filtermedien sind raus. Es sind keine Socken mehr drin. Die Pumpe hier unten bläst dann. Guck mal, das ist jetzt von irgendwie, also die ist alle paar Stunden, geht die mal an die Pumpe und pustet für eine Stunde durch, dass der Mulm wegkommt. Aber sonst habe ich alles entfernt und lasse halt alles den Abschäumer machen. Der macht eigentlich einen super stabilen Job, der Arca, da kann ich mich echt nicht beklagen. Ich glaube nur, dass er echt mittlerweile unterdimensioniert ist. So. Ja, und also ich kann mich wirklich nicht beklagen. Es steht alles sehr, sehr gut.
Vor allem mit dem neuen Aufbau, ihr habt das ja mitgekriegt, wie ich es umgebaut habe, hatte meine Frau und ein paar andere Leute mal wieder sehr, sehr viel recht. Es sieht einfach besser aus. Auch jetzt das Gesamtpaket mit den beiden Schränken hier ist schon, es sieht schon besser aus, ne? Aber auch hier so Kleinigkeiten, guck mal, da unten, es wächst alles und gedeiht. Mir sind ein paar Fungien eingegangen, so halb, die eine kommt irgendwie gerade da hinten wieder. Ja, meine orangene Fungie ist mir leider eingegangen. Mit Fungien habe ich irgendwie nicht so großes Glück, aber der Rest, also meine Gonioporen, Alveoporen, Euphyllien, Katalaphyllien, was ich alles habe, Caulastrea und so weiter, steht alles. Auch mega gut. Meine Lobophyllia, also so eine einfache, die ist auch gut. Meine Blasenkoralle, von der ich eigentlich gedacht hätte, dass sie eingeht, hat vor über einem Monat aufgehört, irgendwie zu meckern und einzugehen. Und ja, eigentlich ganz geil. Ihr seht ja da unten, dass sie sich da abgelöst hatte. Ja, da was ist dazugekommen, groß? Eigentlich gar nichts, bis auf dem Friedmani, den man hier unten immer mal rum zwischen sieht. Na, wo ist er denn jetzt? Da ist er. Da ist er. Mega schönes Tier. Und sonst hat sich nichts verändert. Also ich habe mein Fuchsgesicht mit seinem schönen prallen Bauch. Also da muss ich wirklich füttern bis zum Umfallen. Ja, der Rotmeer-Dog halt, ne? Und der alte Flammenkaiser. Also schon sehr, sehr schön. Das Becken macht sich. Ich bin eigentlich wirklich zufrieden. Doch, ich switch mal wieder um. So, meine Freunde, natürlich zählt jetzt auch wieder, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt zu den Becken, wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Das ist alles kein Problem. Einige von euch haben mich auf Instagram angeschrieben, einige von euch auf YouTube. Andere wiederum auf Facebook. Das ist alles ganz cool. Das ist auch gar kein Problem. Ja, jetzt wurde ich vor kurzem gefragt, ob ich nicht mal das Humidigi X, glaube ich, war das, testen könnte. Da das wohl rausgekommen ist, da kann ich nur sagen, ich persönlich kann es leider nicht bestimmen, was ich teste. Also mir werden gewisse Produkte zur Verfügung gestellt, die teste ich dann auch gerne. Aber wenn die Unternehmen natürlich mir da nichts schicken oder es nicht möchten, auch auf Anfrage nicht, dann kann ich nichts machen. Aber es wird, denke ich, demnächst nochmal eine neue Smartwatch kommen. Müssen wir mal gucken. Also technisch Sachen, wisst ihr ja selber, die technischen Sachen mehr vom Meerwasserbereich. Also so Handys und so ist alles nur nebenbei. Ja, und beim Becken, also ich bin wirklich eigentlich krass zufrieden. Nitratwert von 60 ja wieder runtergekriegt und alles. Jetzt, wo ich gar nichts mehr unten an Filterzeug groß drin habe, auch kein Zeolit mehr oder so, ich mache halt nur noch Aktivkohle und mein Abschäumer. Läuft eigentlich alles ganz gut. Und ich nehme halt die Nauti Elements, weil ich der Meinung bin, dass das wirklich geholfen hat. Wenn ihr darüber mehr erfahren möchtet, schreibt mir das ruhig mal in die Kommentare. Und ich wäre sehr, sehr glücklich, wenn mir mal ein paar Leute, die jetzt so nicht Fließbettfeder, diesen so einen Rollamat benutzen, egal ob von Arca, Red Sea, whatever, wenn die mir mal hier unten reinschreiben würden und mir sagen würden, was sie davon halten, wie sie ihn finden und ob er wirklich so einen großen Nutzen hat. Also ob die Wasserqualität wirklich so weit steigern, dass es wirklich noch besser aussieht. Ohne, ihr seht ja bei mir, ich habe jetzt ganz viel Schwebeteilchen überall drin. Ist ein bisschen nervig, aber mein Gott, wenn dadurch die Werte stimmen, ist alles gut. In dem Sinne. Peace, adios, ich bin raus, meine Freunde. Wir sehen uns zum nächsten Video. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball und hoffe, dass ich euch demnächst auch mal wieder dann mit nach Meerwasserwandels nehmen kann und vielleicht auch noch ein paar andere Geschäfte. Das kriegen wir alles hin. Für mich ist das alles wirklich sehr anstrengend, sagen wir es mal so. Ich bin es nicht mehr gewohnt, so durchzupowern mit Arbeit und dies und das. Das ist für mich sehr anstrengend. Aber von nichts kommt nichts und das Ding da hinten bezahlt sich ja auch nicht von selber. Und meine Frau hat gesagt, nee, 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 du kannst schön selber bezahlen. Und ja, ihr wisst, wie es ist. Also meine Freunde, Peace, adios, ich bin raus. Wir sehen uns zum nächsten Video. Habt ein schönes Wochenende und drin ihr hauen.